Professor Popke, Sie sind historisch-kritischer Exeget, befassen sich also mit der Auslegung biblischer Texte und gleichzeitig auch seit einigen Jahren mit Nahtoderfahrungen. Gibt es da Berührungspunkte? Jetzt würde ich am liebsten darstellen können, wie meine Kollegen reagiert haben, also gerade meine exegetischen Kollegen, als ich zum ersten Mal gesagt habe, dass das mein neuer Schwerpunkt wird, weil da großes Staunen und verschiedenste Formen von verwunderten Reaktionen kamen. Aber ich sage es mal ganz einfach so, das frühe Christentum ist nicht aufgrund von Schriftgelehrsamkeit entstanden. Es war nicht so, dass irgendwelche Nachfolger Jesu Schriftgelehrte waren, die mit ihren Auslegungen vorhandene Schriftgelehrte, wie zum Beispiel Paulus, überzeugt haben, sondern das frühe Christentum ist aus Erfahrungen entstanden. Und diese Erfahrungen sind dann schließlich schriftlich niedergelegt worden in verschiedenen Texten. Und aus diesen Texten ist in einem langen Prozess das entstanden, was wir das Neue Testament nennen. Ein Prozess, der mehrere Jahrhunderte gedauert hat. Aber man muss immer wieder zurückschauen, dass eben halt als Exeget man zwar die Texte analysiert, allerdings natürlich auch die Impulse betrachten muss, auf die die Texte zurückgehen. Und da sage ich mal so einfach so in den Raum, dass eine Erfahrung, wie wir sie heute mit dem Phänomen Nahtoderfahrung bezeichnen würden, auch am Anfang des frühen Christentums in wesentlichen Punkten gestanden haben könnte. Das sage ich jetzt Konjunktiv. Und alleine diese Frage aufzuarbeiten, das ist sozusagen der Schwerpunkt meiner Arbeit, die ich da gerade vollziehe. Sie haben Paulus genannt. Auf Paulus gehen ja ganz wesentliche Teile der christlichen Lehre zurück. Er ist bekannt für dieses Erweckungserlebnis vom Saulus zum Paulus. In welcher Weise könnten Nahtoderlebnisse auch diese paulinische Lebenswende beeinflusst haben? Gibt es aus Ihrer Sicht Indizien dafür, dass auch Paulus von einem Transzendenzerlebnis inspiriert war? Also ich sag mal so, die Frage, was Paulus bewegt hat, von einem Verfolger des Christentums zu einem der wichtigsten Theologen des Christentums zu werden, ist eine der Kernfragen des Verständnisses des frühen Christentums. Und ich will mal so sagen, es gab bisher sehr viele Forschungen zu diesem Phänomen und auch die Nahtodforschung hat von Anfang an die Bezüge zu Paulus dargestellt. Allerdings sozusagen nur sehr vordergründig. Es wird immer wieder verwiesen darauf, dass Paulus selber von einer solchen sogenannten Himmelsreise spricht, im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 1 bis 5, wo er so sagt, dass er bis zum dritten Himmel aufgestiegen sei und dort unaussprechliche Worte gehört haben soll. Und natürlich das, was wir seine Lebenswende nennen, das sogenannte Damaskuserlebnis, was dann zum Beispiel in der lukanischen Beschreibung, in der Apostelgeschichte immer mit einer Lichtvision in Verbindung gebracht wird. Und diese Analogien wurden von Anfang an auch in der Nahtodforschung benannt. Allerdings ist es wichtiger, dass man viel tiefer hineingeht und dann erkennt man noch viel deutlichere Analogien als diese vordergründigen Analogien. Nur ein Beispiel. Ein Faszinosum, was die meisten Leute nicht so vor Augen haben, ist, dass Paulus zunächst von jenen Christen abgelehnt wurde, die sozusagen vor ihm Christen waren, die ihm vorgeworfen haben, dass er die Lehre Jesu eigentlich verfälschen würde und nicht die Lehre vertreten würde, die jene Leute propagieren, die Jesus nachgefolgt sind. Zum Beispiel das Phänomen dieser Himmelsreise, die er im 2. Korintherbrief erwähnt, muss er in einem Kontext erwähnen, wo er sich rechtfertigen soll, wo er sagen soll, warum er überhaupt in dieser Position steht, warum seine Lehre von Gott autorisiert sei. Und dann kommt er mit diesem Argument daher, ich war im Himmel und habe unaussprechliche Worte gehört. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gehen würde. So eine Überzeugungskraft hätte so ein Argument für mich nicht. Allerdings für Paulus war offensichtlich eine solche Erfahrung grundlegend für sein eigenes Sendungsbewusstsein. Und das ist eins von vielen Details, was ich sozusagen als Vergleichspunkt zu modernen Nahtoderfahrungen sehe. Also der Anspruch, ich sage nicht, dass es so war, sondern der Anspruch, eine besondere Erfahrung gemacht zu haben und aufgrund dessen sein Leben zu verändern. Das ist sozusagen ein Beispiel für einen solchen Ansatzpunkt. Wenn wir jetzt auf Jesus Christus selbst zu sprechen kommen, sehen Sie auch Möglichkeiten, dieses Phänomen der Nahtoderlebnisse in Beziehung zu setzen mit dem Leben oder der Lehre Jesu? Also in Bezug auf Jesus ist es wesentlich schwieriger zu sagen. Und übrigens als Hinweis, als historisch-kritischer Exeget spreche ich nicht von Jesus Christus, sondern von Jesus. Der Christustitel ist bereits der Titel, die Deutung. Jesus, wahrscheinlich die gräzisierte Form von Yeshua, also dem aramäischen Namen. Ich will mal so sagen, der Bereich, wo wir die Affinität zur Jesus-Tradition haben, ist vor allen Dingen im Bereich der Ethik. Also ganz viele Nahtoderfahrene sagen heute, wenn man mit ihnen spricht, dass sie aufgrund dieser Erfahrung erkannt haben, dass es im Leben nur eine Aufgabe gibt, nämlich Liebe zu lernen und Liebe zu praktizieren und Wissen und Erkenntnis zu suchen.
Jetzt muss man sich vergegenwärtigen, dass die Botschaft Jesu, gerade im Bereich der Ethik, vollkommen aus seiner Zeit herausfällt. Jesus hat sozusagen seine Ethik nicht in einer, sagt man, wilden Fantasie, einer fröhlichen Blumenkindersituation gesprochen, sondern einer historischen Situation, die von einem aufziehenden Krieg geprägt war. Es gab damals in Israel, als Rom sozusagen die Besatzungsmacht war, starke Aufstandsbewegungen, die sich gegen die römische Vorherrschaft auflehnen wollten. Und es gab lauter Aufstandsbewegungen, mit denen man auch die Jesusbewegung verwechselt haben könnte. Und Jesus ist hingerichtet worden als Aufrührer. Das ist sehr schön im Lukas-Evangelium beschrieben, wo genau Lukas 23 am Anfang dieser Vorwurf thematisiert wird. Jetzt muss man sich vergegenwärtigen, dass Jesus jemand war, der auftritt und auf einmal sagt, mitten in dieser Situation, liebet eure Feinde. Wie kommt er auf einen solchen Gedanken? Der auf einmal sagt, nein, ihr sollt nicht vergelten, ihr sollt vergeben. Also eine Ethik, die vollkommen aus den Paradigmen der Zeit herausfällt und sich jetzt fragen kann, wie kommt der auf eine solche Ethik? Jetzt würden konservative Christen wahrscheinlich sagen, ja, er ist ja Gottes Sohn, er kommt aus dem Himmel herab und hat jetzt diese Ethik auf einmal hier, also eine Ethik, die eigentlich vollkommen aus der Zeit fällt und nicht vermittelbar ist. Man könnte auch beschreibend sagen, wir haben hier eine Analogie zu einer Form von Ethik, die Menschen heute infolge von Nahtoderfahrungen propagieren. Und das ist für mich einfach von den Phänomenen her vergleichbar. Zentrale christliche Glaubensinhalte finden durch Nahtoderlebnisse Bestätigung. Ich denke zum Beispiel an die Liebe Gottes oder auch an die Idee vom Weiterleben nach dem Tod. Auf der anderen Seite gibt es strittige Glaubensinhalte in der christlichen Tradition, mit denen sich Gläubige heute zunehmend schwer tun, zum Beispiel den stellvertretenden Sühnetod. Gibt es diese Tendenz, bestätigt wird aus Nahtoderfahrungen nur das, was wirklich unstrittig ist? Ich würde sagen, das Phänomen ist schon, das kann man auch wirklich zeigen, dass ganz viele Nahtoderfahrene mit klar, deutlichen hierarchischen Strukturen in Kirchen Probleme bekommen. Also ich kenne so schöne Formulierungen von wegen, über diese Form von Kirche bin ich hinausgewachsen. Sozusagen, ich habe meinen direkten Zugang zu Gott. Das ist dann besonders spannend, wenn Sie auf Pastoren und Professoren treffen, die entsprechend solche Erfahrungen gemacht haben. Da kenne ich einige. Und ich würde mal so sagen, das Phänomen ist, dass es das auch schon am Anfang des Christentums gab. Das, was wir im Neuen Testament haben, ist ein ganz kleiner Ausschnitt von 27 Schriften aus einer großen Vielzahl frühchristlicher Traditionen und Schriften. Und schon damals gab es Traditionen, die sich gegen solche Hierarchien gerichtet haben. Also ich verweise nur mal auf das Thomas-Evangelium, das im 13. Logion eine ganz starke Kritik vorhandener Hierarchien benennt. Das Interessante ist, dass diese Gruppierungen, die damals sozusagen an den Rand gedrängt worden sind, in vielen Glaubensüberzeugungen gerade Probleme hatten mit jenen Kerndogmen, die heute oft sozusagen auch diskutiert werden. Und das ist einfach sozusagen nur ein phänomenologisches Faszinosum, dass ich bisher noch keine Nahtoderfahrungen kennengelernt habe, die gesagt haben, jetzt habe ich erkannt, dass Gott seinen eingeborenen Sohn für uns geopfert hat und wir nur an ihn glauben müssen. Das Phänomen habe ich bisher noch nicht bestätigt gesehen. Ist ja auch interessant. Also wenn man sagen würde, nur der vorhandene Glaube wird bestätigt, ist das genau gerade ein Gegenteil. Das ist eine Opposition, die wir erkennen können. Und das Spannende ist ja, dass gerade ein solches Element dogmatisch verfasster Theologie vielen Menschen ohnehin Probleme bereitet. Und da kommen sozusagen jetzt verschiedene Bereiche zusammen. Als historisch-kritischer Exeget sozusagen kann ich zeigen, dass es von Anfang an ganz verschiedene Deutungen des Todes Jesu gab, wo der Sühnetod Jesu nur eine Deutungskategorie ist. Es gab auch ganz andere Deutungen des Todes Jesu. Und dass genau in diese Diskussion hinein dann auch die Überlegungen von solchen Erfahrungen herkommen. Da könnte man sagen, schon damals waren Erfahrungen entscheidend für diese Entwicklungen dogmatischer, sagt man, Vielschichtigkeiten. Und genau solche Erfahrungen beleben diese Diskussion heute auch wieder. Für den christlichen Glauben ist die Auferstehung ein ganz zentrales Motiv. Können Nahtoderfahrungen nach Ihrer Ansicht auch einen neuen Zugang zu Auferstehungsvorstellungen bieten? Da bin ich mir ganz sicher, das möchte ich sozusagen mit einem klaren Ja beantworten. Denn das muss ich auch wieder sagen, für die Leute, die jetzt sozusagen nicht im historisch-kritischen Alltagsgeschäft drin sind, ist das nicht so schnell nachvollziehbar. Und zwar, dass es zwar von Anfang an den Auferstehungsglauben gab, ist aber von Anfang an umstritten, was Auferstehung eigentlich ist. Wir haben zum Beispiel allein jetzt in den neutestamentlichen Evangelien Texte, wo wir sehen können, dass diese Texte vorhandene Streitigkeiten reflektieren. Nehmen wir ein konkretes Beispiel.
Die Frage ist zum Beispiel, was ist unter einer körperlichen Auferstehung zu verstehen? Sozusagen, muss die Auferstehung Jesu körperlich gedacht werden oder gibt es andere Kategorien? Da kann man zum Beispiel ganz schön im Lukas-Evangelium sehen, dass um dieses Thema gerungen wird. Ist er nun geistig auferstanden, pneumatisch oder wirklich körperlich? Und ein sehr schönes Beispiel, was ich auch immer im Unterricht in der Universität als Beispiel nehme, ist das Motiv der Himmelfahrt. Nehmen wir das konkrete Beispiel, wiederum Lukas 24, Apostelgeschichte 1, wird also beschrieben, so Körper, Jesus ist körperlich auferstanden. Sozusagen, er bestätigt das sogar dadurch, dass er sogar noch was isst. Also durch sein Essen will er das demonstrieren und sagt extra von wegen, schaut mich an, ich bin kein Pneuma, ich bin Haut und Knochen. Und dann natürlich muss man sich fragen, wie kommt so jemand wieder in den Himmel? Deshalb gibt es das Phänomen der Himmelfahrtstradition, wo also Jesus praktisch von einer Wolke aufgenommen wird und zum Himmel getragen wird. Als Religionshistoriker kann ich das ganz leicht erläutern. Solche Himmelfahrten gab es in verschiedenen Traditionen. In frühjüdischen Apokalypsen gab es schöne Beispiele dafür. Es gab auch in der römischen Umwelt entsprechende Elemente. Wenn wir auf die Apotheose der römischen Kaiser denken, gibt es Vergleichspunkte. Und deshalb kann ich als Religionshistoriker sagen, die Himmelfahrtsvorstellung ist für die Zeit nichts Besonderes. Aber jetzt überlegen Sie, wie heute Christen mit diesen Texten umgehen. Zu meinen Studenten sage ich immer, wenn das so war, Himmelfahrt, und das heute die gleiche Welt ist, in der wir leben, wo ist er denn hingefahren? In die Stratosphäre oder zum Mond oder zum Jupiter? Das heißt, von unserer heutigen Kosmologie her sind wir gefordert, mit diesen Texten anders umzugehen. Das Welt- und Menschenbild hat sich weiterentwickelt, also müssen sich auch diese Interpretationen der Texte weiterentwickeln. Meines Erachtens bietet die wissenschaftliche Forschung von Nahtoderfahrungen Möglichkeiten, mit diesen Vermittlungen von neuen Welt- und Menschenbildern neu mit diesen Texten umzugehen. Sabine Mähne zitiert sie in ihrem neuen Buch »Der große Abflug« mit den Worten: Wenn das Christentum und der Platonismus seine eigenen Quellen besser verstehen lernen wollen, so sollten sie sich der wissenschaftlichen Erforschung von Nahtoderfahrungen widmen. Da möchte ich jetzt nachhaken, welche Bezüge gibt es aus Ihrer Sicht zwischen der Philosophie Platons und Nahtoderfahrungen? Da will ich mal sozusagen die ganz energische These wagen, dass ich kaum eine Tradition kenne, die so massiv modernen Nahtoderfahrungen nahe kommt wie der Platonismus. Und zwar wirklich nicht nur die Lehre Platos, sondern auch der späteren Weiterentwicklung der platonischen Philosophie. Ich will mal an einigen Beispielen erläutern. Das erste relativ leichte Beispiel ist das Phänomen der sogenannten platonischen Jenseitsmythen. Da wurde von Anfang an darauf hingewiesen, dass Platon ja nicht nur eine vorhandene Mythologie kritisiert, sondern selber praktisch ein neuer Mythologe ist, der neue mythologische Sprachform erfindet, um sein Denken zu vermitteln. Von Anfang an in der Nahtodforschung wurde auf eine Erzählung von dem Soldaten Er im 10. Buch der Politeia verwiesen. Ein Soldat, der in einer Schlacht vermeintlich getötet worden ist, der sollte eigentlich schon verbrannt werden, dann auf einmal wieder belebt wird oder mal erzählt, was er da in der wie auch immer gedachten jenseitigen Welt erlebt hat. Da wurde von Anfang an gesagt, das ist eine antike Analogie zur modernen Nahtoderfahrung. Aber meines Erachtens sind die Vergleichspunkte noch viel tiefer gehend. Ein erstes schönes Beispiel ist, die meisten Menschen verbinden mit der platonischen Philosophie vor allen Dingen die Ideenlehre, die sehr schön im Höhlengleichnis deutlich wird. Also wonach sozusagen alle Menschen, jetzt wir hier, in einer Höhle existieren und nur die Schattenbilder an der Rückwand einer Höhle erkennen können. Und dass nach Platon ab und zu Menschen befreit werden, zumindest passiv, aus dieser Höhle herausgehen können und auf einmal außerhalb der Höhle erkennen, dass die Welt viel größer ist. Und dass alles, was in der Höhle sichtbar war, und das Schattenbild war eine Realität, die von außerhalb der Höhle stammt. Und das ist sozusagen die Sinnbild der Ideenlehre, dass man eben halt sehen muss, dass die Ideen außerhalb der Höhle viel tiefer sind. Und der Begriff Idee ist in diesem Kontext sehr wichtig, weil es sozusagen nicht einfach eine Idee ist, dass ich sozusagen mal das und das mache, sondern der Begriff heißt, das ist das, was ich gesehen habe. Also für Leute, die Griechisch können, die wissen, dass der Begriff Sehen von Horao kommt und auf der Aoriststufe dann Eidon Ideen heißt. Davon wird der Begriff Idea abgeleitet, also das, was ich gesehen habe und deshalb erkannt habe. Also genauso salopp gesagt, das, was ich außerhalb der Höhle erkannt habe und jetzt zurückbringe. Und dann gibt es ganz viele Aspekte der platonischen Philosophie, die eine unglaubliche Nähe zur Nahtoderfahrung haben. Ich nenne nur mal die wichtigsten. Das Phänomen, dass die Seele eigentlich unsterblich ist und temporär in einem Körper wohnt und in dieser körperlichen Form lernen muss.
Und das sozusagen nach Platon gibt es auch eine entsprechende Reinkarnationsvorstellung, dass dann von Reinkarnation zu Reinkarnation die Seele mehr lernt. Ein absolutes Faszinosum in der Analogie zur modernen Nahtoderfahrung ist das Motiv der sogenannten Anamnesis-Lehre. Nach Plato ist Lernen schlicht und einfach nur Anamnese, Wiedererinnerung. Die Seele ist eigentlich allwissend, sie hat es in dieser Existenz nur vergessen. Und manche Menschen können sehr schnell lernen, weil sie sich besser erinnern können. Das sind werden dann zum Beispiel salopp gesagt solche Wunderkinder, die mit 5 Jahren perfekt Geige können. Und manche haben es schwerer mit Erinnerung. Und nach Platon gibt es ab und zu Elemente, wo diese Erinnerung leichter kommt. Es gibt zum Beispiel das wunderbare Motiv im Dialog Phaidros, wo sozusagen vom Flug der Seele in die himmlische Heimat gesprochen wird, dass die Seele auf einmal das Gefieder, die Flügel wieder spürt, dass sie in diese Heimat zurückfliegen kann. Was genau eine Analogie zu verschiedenen Beschreibungen von Nahtoderfahrungen wäre. Jetzt könnte ich noch viele weitere Aspekte nennen, aber ein Punkt ist mir besonders wichtig, weil ich den auch visualisieren kann. Den können Sie nämlich hier hinter mir sehen. Falls Sie sich schon gefragt haben, was dieses Bild dort soll, das ist nämlich das Motiv der platonischen Stufenleiter der Erotik. Und zwar, dass die eigentliche Faszination eines Körpers darin besteht, dass er nur das göttlich Schöne widerspiegelt. Dass alles Schöne in dieser Welt eigentlich nur ein Spiegel einer viel tieferen Schönheit ist. Platon nennt es das göttlich Schöne, das sozusagen die Urquelle aller Schönheit ist. Und dieses Bild sozusagen ist die Visualisierung dieser platonischen Stufenleiter der Erotik. Das wäre sozusagen hier in der Mitte dann Eros als ein Halbgott. Und zwar der auf der einen Seite weiblich ist, dem Männlichen zugewiesen, auf der anderen Seite männlich ist, dem Weiblichen zugerichtet. Und würde jetzt die Dynamik des Bildes weiterlaufen, dann würden der Blick des Mannes und der Blick der Frau über diesen Körper hinaus in das göttliche Licht, also nach Platon, das göttlich Schöne, geführt werden. Und dieses Motiv der Stufenleiter der Erotik, die in dem wunderbaren Dialog Symposion, in der tollen Diotima-Rede dargelegt wird, ist meines Erachtens ebenfalls eine Analogie zu Nahtoderfahrungen, weil ganz viele Nahtoderfahrene sagen, sie haben eine Schönheit, eine Urform von Liebe erkannt, wie sie in diesem Leben niemals erahnbar ist. Meines Erachtens ist dieses Motiv, dieser Urschönheit, genau die Vergleichbarkeit zu Plato. Und das ist der nächste Punkt sozusagen. Nach Platon sehnt sich die Seele fortwährend zu dieser Urquelle zurück. Und solange sie das nicht gefunden hat, wird sie sich immer weiter sehnen. Platon ist bekannt für seine Ideenlehre. Sie haben ja schon davon gesprochen, er hat eine unsterbliche Seele postuliert. Solche idealistischen Vorstellungen haben es in der heutigen Zeit natürlich schwer. Geben Sie ihnen trotzdem eine Zukunft? Ich will es mal mit einem schönen Bild erläutern. Wahrscheinlich kennen viele das Bild der Athener Schule, wo sozusagen verschiedene antike Philosophen praktisch von Raphael einander zugeordnet sind. Von daher ein spannendes Bild, weil dort Leute miteinander im Gespräch sind, die eigentlich historisch gar nicht miteinander gesprochen haben können. Aber ganz im Zentrum sind zwei ganz wichtige, nämlich Platon und Aristoteles. Platon sozusagen zeigt in die Ideenwelt hinauf und Aristoteles verweist auf die Welt als einen Erkenntnisgrundgegenstand. Und man kann grob sagen, dass das, was geisteswissenschaftlich, naturwissenschaftlich sich oft auseinanderentwickelt hat, genauso eine Entfaltung dieses Symbols ist. Auf der einen Seite dieses idealistischen, platonischen Denkens und das eher in Richtung Naturwissenschaft sich entwickelnden aristotelischen Denkens. Und ich sage immer so, Platon braucht Aristoteles, um die Tiefe seiner eigenen Philosophie auszuloten und Aristoteles braucht Plato, um sozusagen die Tiefenschärfe seines naturalistischen oder sagen wir eine naturalistische Richtung weisenden Denkens zu schaffen. Und ich sage mal als Bild, diese Wiedervermittlung von Platon und Aristoteles, das ist die Herausforderung unserer Zeit, wo sozusagen Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft sich ganz neu aufeinander zubewegen können. Und eines von vielen Themenfeldern, es gibt nicht nur das, aber eines von vielen Themenfeldern wäre die wissenschaftliche Erforschung von Nahtoderfahrung. Mhm. Oder um es mal ganz platonisch auszudrücken, können wir auf aristotelische Weise die Höhlenexistenz befestigen als Gedanken. Sie haben ein neues Buch genannt, das hat den Titel Erfahrungen göttlicher Liebe, Band 1 eines zweiteiligen Werkes. Worum geht es dabei? Also jetzt mal ganz kurz sozusagen, der Begriff Erfahrung göttlicher Liebe ist mir sehr wichtig, weil ich den Begriff Nahtoderfahrung eigentlich für falsch halte, weil es um Erfahrungen gibt, die in Todesnähe sein können, aber nicht müssen. Und fast alle Nahtoderfahrenen, auf die ich mich da konzentriere, heben hervor, dass sie eine Erfahrung einer Liebesdimension gemacht haben, die sozusagen vorhandenen innerweltlichen Liebeserfahrungen weit überlegen ist.
deshalb sozusagen Erfahrung göttlicher Liebe, was eben halt weit über die vorhandene menschliche Ebene hinausgeht. Der Begriff Gott ist jetzt schon wieder schwierig, weil man natürlich von der jeweiligen religiösen Prägung her ein spezielles Gottesbild einträgt. Aber irgendwie muss ich ja mal was versuchen, als Begriff zu nehmen. Und dieser erste Band soll also erläutern, inwieweit zum einen die platonische Philosophie aus solchen Erfahrungen entstanden ist und zum anderen, inwieweit die paulinische Lebenswende vor dem Hintergrund solcher Erfahrungen gedeutet werden kann. Sozusagen ein neues Deutungsangebot, also nicht kategorisch, es ist so, sondern ein Diskussionsangebot, über das man dann weiter sprechen kann. Und der zweite Band versucht das zu auch übertragen auf die Auferstehungsvorstellungen. Also dass wir sehen, dass im frühen Christentum ganz verschiedene Auferstehungsvorstellungen nebeneinander waren und wie weit diese modernen Erfahrungen in diese antiken Diskurse hineinblicken lassen und ganz neu erkennen können, wie man mit diesen Texten heute umgehen kann. Sozusagen als Gesprächsangebot da den Auferstehungsdiskurs ganz neu zu beleben. Und da muss ich sagen, in meinen bisherigen Lehrveranstaltungen sind schon sehr lebhafte, gute Diskussionen zustande gekommen und ich freue mich jetzt schon auf die Reaktion, die das auslösen wird. Ich wünsche Ihnen für Ihre neue Publikation und für Ihre Arbeit viel Erfolg, weiterhin anregende Diskussionen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Mhm.